Hallo ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hatte euch ja gesagt letzte Woche, dass ich nicht wirklich weiß, was ich diese Woche öffnen werde. Aber ich hatte Glück. Jetzt, wo ihr das Video schaut, ist wahrscheinlich sind wieder Lockdown-Lockerungen eingetreten. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, haben doch eigentlich alle Geschäfte geschlossen. Es gibt halt so ein paar Läden, die Click und Collect anbieten, unter anderem auch mein Schreibwarenladen um die Ecke. Und der hatte dann quasi vor seinem Eingangsbereich so eine Kasse aufgebaut mit ein paar Sachen davor. Und dann bin ich da zufällig dran vorbeigelaufen. Und was lächelt mich da tatsächlich an? Mini-Tins vom glänzenden Schicksal. Ich sag mal so, oh mein Gott, das glaube ich jetzt nicht. Dann bin ich da sofort hingerannt, hab mir zwei Tins geschnappt und bin glücklich von dann gezogen. Genau, das heißt, die werden wir auf jeden Fall öffnen. Und dann habe ich noch so ein paar kleine Sachen aus Amerika. Einmal ein General Mills Booster, was man jetzt in Deutschland wahrscheinlich nicht kriegen wird. Die Promotion ist, glaube ich, nur in Amerika. Genau, die konnte man aus Cornflakes-Packungen kriegen. Und da drin ist immer ein Holo Pikachu. Und wenn wir Glück haben, auch eine andere Holo. Und dann habe ich hier noch McDonald's Booster. Ich glaube, die Promotion müsste inzwischen auch in Deutschland angelaufen sein. Ja, zu dem Zeitpunkt wusste ich das natürlich noch nicht, dass sie wahrscheinlich auch hierher kommen würden. Deswegen habe ich mir einfach drei geholt. Und siehe da, es ist ein Holo Gekarbor. Dahinter haben wir einen Pikachu, cool. Es wird wahrscheinlich auch das einzige Pikachu sein, was ich ziehen werde, weil man kann die Teile nämlich ausleuchten. Also Vorsicht irgendwie beim Kauf auf eBay Kleinanzeigen oder sonst was. Wenn ihr hier hinten eure Handytaschenlampe hintut, könnt ihr quasi sehen, was die erste Karte sein wird. Und die erste Karte ist natürlich mal die Holo-Karte. Also gehe ich jetzt nicht davon aus, dass hier irgendwie ein Pikachu oder ein Glumanda oder sonst irgendwie was drin ist. Wäre natürlich schön, wenn es so ist, aber ich bezweifle das stark. Also wenn mir einmal ein Holo-Gekarbor. Und es ist blauer. Es ist ein Plinfer. Sehr, sehr süß. Total putzig. Und dahinter haben wir einen Bisasam. Cool. Ein Poplio und ein Hoplio. Nee, nicht Hoplio. Score Bunny auf Englisch und Hop, Hop irgendwas auf Deutsch. Ich bin immer noch sehr, sehr schlecht, was die Namen angeht. Obwohl ich gerade wieder angefangen habe, Schwert und Schild zu spielen. In Hoplo, glaube ich. Genau, Hoplo. Und unser letztes Pokémon McDonald's Booster ist ein Holo Panflam. Mit einem Serpifeu, einem Endivie und einem Flammiau. Tja, wie gesagt, keine ersten Starter von wegen Pikachu und Bisasam und sowas. Habe ich jetzt auch nicht erwartet. Aber genau. Also, dass ihr Bescheid wisst. Ne? Seid vorsichtig, wenn ihr solche losen Booster irgendwie im Internet kauft, wenn ihr zum Beispiel nur amerikanische haben wollt oder sowas. Beziehungsweise englische Karten sammelt. So. Die Packung finde ich sehr, sehr schön. Allein schon vom Design und ich liebe, liebe Voldi. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie schon mal gesagt habe, aber Voldi-Karten sind so niedlich. Und da sehen wir auch schon, da ist es. Das Holo Pikachu. Das ist Gott sei Dank in jedem Booster drin. Also da muss ich mir keine Sorgen machen. Und wenn wir jetzt Glück haben, ist dahinter noch eine Holo-Karte. Und wir haben Glück. Cool. Sehen wir das hier? Hatena auf Englisch. Der Holo-Effekt kommt so ein bisschen weniger zur Geltung, aber ich glaube, jetzt sieht man das ganz cool. Ja, schick. Das ist eine positive Überraschung. Weil das muss nämlich nicht in jedem Pack sein. Und wir schauen uns nochmal das Pikachu an. Darum seid ihr ja hier, um das Pikachu zu sehen. Mit dem schicken 25-Stamp. Und einem extra Holo-Pattern, was nur für diese General Mills Karten vorgesehen ist. Genau. Und dahinter hatten wir noch ein Drippy. So, dann kommen wir zu den interessanten Sachen. Glänzendes Schicksal. Wobei ich die anderen auch ziemlich cool fand. Hier haben wir die Celebi-Tin. Da ist einmal eine Manaphy-Coin drin und dann so eine Infokarte zu Celebi. Wie viel es wiegt, wie groß es ist. Und nochmal das Bild davon. Und dann haben wir hier drin zwei Booster, die noch nicht raus wollen, noch nicht ganz. Und die öffnen wir dann auch mal geschwind.
Ich weiß ja nicht, wie die Hits in so Mini-Tins sind. Ich habe zum Beispiel auch schon gelesen, dass jemand dann Lurak rausgezogen hat. Andere wiederum sagen, ach, das ist der komplettste Mist, den du daraus ziehen kannst. Aber ja, wie bei allen Sachen, denke ich, kommt es da auch sehr viel auf das Glück an. Und ob wir jetzt Glück haben oder nicht, das wird sich gleich zeigen. Oh, Baby Shiny, sehr cool. Ein Cottony. Erster Hit, wenn man so will, und dahinter Befehl vom Boss. Aber in der Nicht-Holo-Version. So, das Baby Shiny kriegt natürlich ein Sleeve. Wir sind ja nicht gemein. Und wir machen gleich weiter mit dem nächsten Booster. Ich bin gespannt. Wie gesagt, ich nehme ja die Videos immer ein, zwei Wochen im Vorfeld auf. Der Code ist für euch. Und wie die Lage quasi jetzt sein wird, wenn das Video hier sozusagen online geht. Ob es mehrere Sachen geben wird, die man sich auch mal in Läden besorgen kann und dass man die nicht irgendwie für die dreifachen Preise online kaufen muss. Bin ich gespannt, ob sich der Markt so dann ein bisschen beruhigt hat und es einigermaßen möglich ist, Pokémon-Sachen, also aus aktuellen Sets, in Läden zu bekommen, ohne irgendwie leere Regale vorzufinden. Wow, Amazing Rare, cool! Also das war eine sehr gute Tin. Unsere erste Amazing Rare aus dem Set, Glänzendes Schicksal. Mega. Das ist total schade, weil der Effekt kommt hier gar nicht so richtig durch, die Kamera durch. Aber, ja, ich kann euch versichern, in echt sieht das noch irgendwie spektakulärer aus, als wenn ich das jetzt durch die Kamera betrachte. Und dahinter haben wir ein Manaphy. Oh, ich fühle gerade, das könnt ihr natürlich nicht fühlen, aber die Textur auf der Amazing Rare ist auch nochmal eine ganz andere. Die ist so, ja, nicht glatt auf jeden Fall. Ein bisschen fühlt sich, ja, so matt an. Kennt ihr das, wenn ihr matte Fotos bestellt, zum Beispiel. Das ist halt so eine richtig matte Oberfläche. Aber ja, cool. Das war eine Tin. Schade, dass sie nicht in der Kyogre-Tin-Box wäre. Aber das kann ja noch werden. Beziehungsweise, also zum Glurak sage ich natürlich auch nicht nein. Wir schauen mal, was in dieser Tin drin ist. Also, eine Amazing Rare und ein Baby Shiny aus na, Mini-Tin, da kann man echt nicht meckern. So, wir schauen uns hier mal Kyogre an. Sehr schicke Tinbox, wie ich finde. Auch wieder mit einer Manaphy-Coin. Dem Steckbrief von Kyogre. 352 Kilo wiegt das Ding. Und wieder zwei Booster. Und sogar mit einem Glurak-Artwork. Das machen wir natürlich zum Schluss auf. Und schauen erstmal, was uns das erste Booster bringt. Mit Kramo, glaube ich. Das ist natürlich jetzt richtig professionell aufgemacht hier. Wie ihr seht. Wie ihr sehen könnt. 1, 2, 3, 4. Weiter geht der Spaß. Mit einer Energiekarte. Kotomi. Rostiger Schild. Urgel. Kleptifuchs, Morpeko, Bautz, Weberak, Sepa, Reverse ist ein Kamai, also kein Shiny Hit hier drin. Und dahinter auch nicht schon wieder, du blöder Vogel. Urgelvi, das zweite Mal. Das erste Mal hatte ich ihn aus der Tinbox, aus der Belektro-Tinbox. Jetzt verfolgt ihr mich hier. Ich hoffe, das wird jetzt nicht das neue Gala-Barrikadax, wie bei Weg des Champs, dann drehe ich durch. So, letztes Booster mit Glurak-Artwork. Wir erinnern uns. Evoli guckt uns da auch schon an. So, ich bin gespannt. Rostiger Schild, Balduin, Arboteros, Evoli, Morpeko, Yanma, Kamihaps, Kupfanti, Shiny, Gala Pantimos. Hi, ein Baby-Shiny. Und darunter,
Petra Fakt Full Art. Wow. Die Tin kann sich auch sehen lassen. Mega cool. Full Art Hit und Shiny Hit in einem. Petra Fakt ist die Nummer 67 von 72. Unsere erste Trainer Full Art aus dem Set. Und nochmal das Shiny Gala Pantimos. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also da hatte ich schlimmere Erfahrungen jetzt quasi erwartet. Aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ja, das war es auch schon wieder für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, zusammen mit mir hier die Karten anzuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schaut gerne nächste Woche wieder rein. In dem Sinne, macht's gut und wir sehen uns. Ciao.